Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir drei 218er von ESO aus, die von der Reparatur zurückgekommen sind, weil die kaputt waren. Ja, von denen haben wir schon ein Fahrvideo gemacht, von den dreien. Schon jeweils drei Videos, glaube ich, gemacht. Aber sicher werden die für diese drei Dieselloks in den nächsten Fahrvideos, die nächsten, die jetzt kommen werden, sehr wahrscheinlich eine Rolle spielen. Also werden wir die nochmal verfilmen. Zwei davon waren, glaube ich, soweit ich weiß, neue Loks. Also Loks, die wir schon verfilmt haben, aber danach irgendwie, weiß ich nicht, Fehlfunktion hatten. Bei der einen, die ist schon etwas älter gewesen, war ein Puffer kaputt. Den haben wir reparieren lassen. Bei der anderen war gang ein Licht nicht mehr. Und die andere hatte irgendwie was am Getriebe, irgendwie am Motor, was, da weiß ich jetzt auch gerade nicht viel dazu. Die hatten wir eingeschickt. Das ist einmal die 31013. Packen wir die erstmal aus. Ach ja, die nächsten Male werden auch wieder viele Umbauvideos kommen. Wir wollten den Bahnhof, den Kopfbahnhof, den großen, mal zu Ende bauen. Das wird in Weihnachtsferien, also Richtung Weihnachten, Silvester, Neujahr so sehr wahrscheinlich gemacht werden. Und ist uns aufgefallen dann auch noch, dass eine Steigung hier auf unserer Anlage etwas zu steil ist für manche Züge und die wir dann noch etwas anpassen müssen, also etwas weicher machen, die Steigung, dass da auch dann jeder Zug gut hochkommt. Und das ist jetzt die Baureihe 218, 196, also 196, die Artikelnummer 31013. So, wie man das von den ESO-Loks kennt, werde ich sehr wahrscheinlich wieder mit einem, die sind ja auf einer Platte festgemacht und mit einem 8 oder 6-Kant Schrauber muss ich die dann lösen. Also die hatten wir alle schon mal angeboxt, glaube ich zumindest, dass alle so. Okay, ich muss jetzt hier die Schraube lösen, das ist jetzt halt etwas mühselig, das werde ich einfach überspringen. So, Schraube ist raus, ich kann das hier jetzt halt abnehmen. So, und haben wir schon die erste Lok draußen. Natürlich schon richtige Kupplung dran, die wir schon drin hatten. Da wird es ja wahrscheinlich eine Stabkupplung, glaube ich, oder gar keine Kupplung bei ESO mitgeliefert. Oder so eine komische Bügelkupplung. So. Dann kommt jetzt die nächste. So. Da haben wir sie schon. Auch mal noch. So.
Okay, das ist jetzt die Baureihe 218 235, also 235. Die Artikelnummer 32025. Ja, ich glaube, die hatte, ja, die hatte noch hier sowas. Da konnte man hier die Lok so einen kleinen sehen und da hatte sie dann noch so ein Feld, wo dann noch so ja, Informationen zur Lok, technische Daten draufstehen und so weiter und so fort. Ja. Hierso bringt er auch die Loks immer schön zum Rauchen. Da wird es dann alles beschrieben. So, mal raus. Das ist jetzt halt eine Weinrote oder eine dunkelrote, wie man sie auch nennen mag. Da ist ein, meistens ist da auch ein mitgelieferter 6 oder 8-Kammschlüssel. Ich weiß jetzt gar nicht, was das jetzt ist, aber ich habe da einen eigenen jetzt erstmal schon da gehabt. Also überspringe ich das jetzt auch wieder. So, Schraube ist draußen. Aber was ich bei dieser Maschine nicht verstehe, ist, was diese zwei Löcher da sind. Vielleicht weiß da jemand genaueres zu, aber ich rätsel da noch. So. Bei der wurden die Puffer, ein Puffer gerichtet. Ich glaube, das war sogar der hier. Ja. So, da sind wir auch schon bei der letzten Lok. Das ist, glaube ich, höchstwahrscheinlich auch noch eine Verkehrsrote. Da ist auch noch mit dem Kasten. So, das ist jetzt die Baureihe 218 102, also 1, 2, mit Artikelnummer 32026. So, packen wir die auch noch mal kurz aus. Mal schnell. So. Da ist ja auch schon, sieht man so leicht den, das Glitzern. Das ist auch ein Schrauber. Also es ist dabei geliefert, man muss keinen da zu Hause haben. Falls man keinen hat, dass man diese Lok auch von der, ja, Platine kriegt. So, dann muss ich die Lok aber auch noch kurz abschrauben. So, ist ab. So, noch ganz kurz die Schraube reintun, damit man die nicht verliert.
Alle Loks natürlich rauchen auch, wie man das halt kennt von ESO. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann wünsche ich euch noch eine schöne Bescherung. Das Video wird ja wahrscheinlich nach Weihnachten ja, auf einmal erscheinen. Aber das Video mache ich gerade einen Tag vor Weihnachten. Also wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.